Ein trauriges Bild zeichnet sich im Landkreis Bad Dürkheim ab. Eigentlich summt und brummt es hier ordentlich, jetzt Stille. Bis vor ein paar Monaten lebten hier noch 45 Bienenvölker mehr. Das entspricht fast einer 500.000 Brummern. Eine Katastrophe für Imker Rüdiger Muckel. Dieses Jahr hatten wir keinen Winter. Die haben durchgebrütet, was ein zusätzlicher Stress ist bei den Bienen. Dann haben wir Fungizide, Pestizide, Herbizide und solche Kleinigkeiten, die setzen den Bienen auch zu. Zum Vergleich, normalerweise verenden pro Winter etwa 5 bis 10 Völker bei Rüdiger Muckel. Dieses Jahr fast das Vierfache. Das hat auch wirtschaftliche Folgen für den Rentner. Knapp 45.000 Euro kostet ihn das Bienensterben. Hinzu kommen die herben Verluste in der Honig-, Wachs- und Pollenproduktion. Staatliche Hilfe gibt es nicht und das, obwohl die Bienen doch so wichtige Helfer für uns sind. Rüdiger Muckel würde sich ein System wie in Österreich wünschen. Dort gibt es Fördergelder von 35 bis 55% der Anschaffungskosten. Es wäre für die Imker von Vorteil, wenn man eine Versicherung abschließen könnte auf Kosten der Imker, die gegen solche Fälle absichern. Um so ein Massensterben in Zukunft zu verhindern, wünscht sich Muckel mehr Aufklärung und Hilfe von den Landwirtschaftskammern und Bieneninstituten. Die Informationen, die man kriegt, da geht es immer nur um die Milbebehandlung. Aber die eigentliche Milbebehandlung ist auch nicht immer der Grund, warum ein Bienenvolk eingeht. Es gibt auch noch andere Gründe. Aber dafür sind eigentlich die Bieneninstitute da und müssten das eigentlich auch den Imkern mitteilen. Glücklicherweise betreibt der fast 70-Jährige die Imkerei lediglich als Hobby. Er ist also nicht wie andere Kollegen wirtschaftlich von den Bienen abhängig. Traurig ist das Bienensterben dennoch, aber für den Imker gibt es zumindest einen Lichtblick. Inzwischen hat er schon neue fliegende Verstärkung von befreundeten Imkern bekommen. Wir sprechen jetzt mit Peter Sound vom Ministerium für Klimaschutz in Rheinland-Pfalz. Herr Sound, warum sind denn Bienen so wichtig zu schützen in unserer Natur? Bienen sind ein Teil der Bestäuber, die die gesamten Bestäubungsleistungen durchführen, jetzt gerade im Frühjahr sichtbar bei den blühenden Apfelbäumen, Kirschbäumen. Und ohne Bienen, ohne die ganzen Bestäuber, hätten wir keine Äpfel. Ganz generell, wie ist denn die Situation hier in unserer Region mit der Bienenvielfalt? Bienen versteht man landläufig die meisten Menschen als die Honigbiene. Allerdings haben wir noch 560 andere Wildbienenarten. Und diese Wildbienenarten bestäuben eigentlich zu 95% unsere Nutzpflanzen und natürlich auch alle anderen Wildpflanzen. Insofern ist das eine enorme Bedeutung. Allerdings sehen wir mit Besorgnis den Rückgang dieser Bienenarten, aber auch aller anderen Bestäuberarten. Was vermuten Sie denn? Warum ist denn da ein Rückgang zu verzeichnen? Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen ist es die Intensivierung der Landwirtschaft, die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt worden ist, beginnend von den Rebzeilen, beginnend von den Agrarschlägen, die immer größer geworden sind, immer intensiver mit Düngemitteln, mit Pestiziden traktiert werden. Traktoren, die immer überdimensionaler werden, den Boden verdichten, aber auch der Klimawandel ist eine Hauptursache. Sehen Sie sich den März an, den April an. Jetzt der Mai ist schon wieder sehr, sehr trocken. Und wenn das so weiterläuft, werden wir ein katastrophales Dürrejahr haben, was den Bienen und allen Insektenarten zusetzen wird. Mit Blick in die Zukunft, ein Handlungsansatz. Wie wollen Sie denn die Bienen schützen? Da gibt es nicht nur einen Handlungsansatz, es müssen mehrere sein. Zum einen natürlich der verstärkte Kampf gegen den Klimawandel. Zum anderen müssen wir aber auch in der Zusammenarbeit mit Naturschutz und Landwirtschaft neue Wege finden, um auch Ackerrandstreifen zu schützen, um Bienen mehr Lebensräume zu geben. Denn es geht ja nicht nur um, ich sag mal, solche Blühstreifen, denn eine Biene muss ja nicht nur was essen, sie muss wo wohnen. Und dementsprechend muss man natürlich auch die Heimstätten, die Habitate der Bienen schützen. Vielen Dank, Herr Sound, für diese Einblicke. Gerne.